bevor sie anfängt zu stinken, ja, und zu rauchen, ist besser, wenn wir weg sind. Ich, ja, überlege mir das auch. Ja. Weil ich war ja 2,5 Jahre in Thailand. Ja, wo aber warst das du? Das ist dann 20 in Udon. Ich hatte eine Hühnerfarm. Ah ja, das und läuft am, sehr gut auch. Am Stück, oder, war ich 2,5 Jahre und dann über längere Zeit, so circa alles in allem, halbes Jahr dort, dann wieder in der Schweiz, und nach super der Lehre, oder? Ich bin in Hua Hin unten. Hua Hin, kenne ich auch, ja. Ist auch schön dort, ja. Das ist noch unversaut. Ja, also dort lebt ja der König und Hua Hin ist ja jetzt offiziell zu Paradise City ernannt worden. Und ja, unser Projekt heißt Paradise Valley. Ja. Ich habe im Sinn im Oktober, also nach der Weinernte, ja, weil ich bin ja Frührentner, ich hatte verschiedene Unfälle und so. Mhm. Aber jetzt, wenn ich das schaffe, dann nach der Weinernte, kann ich da in meinem Dorf ab und zu helfen. Mhm. Ja, also wir haben dann auch. Dann möchte ich auch runter, dann komme ich dich besuchen. Ja, also vor alle Dinge, wir wollen an einer Ecke, da haben wir jetzt Ananas noch. Und da ist jetzt gerade auch so eine Winzergenossenschaft, ja, eine neue. Ui, hat schöne Ananas. Und Hua Hin ist ja die zweitgrößte Ananasplantage der Welt, ja, wo wir sind. Und da möchte ich aber, ich habe da jetzt eine Plantage gekauft und die würde ich gern auf Wein umrüsten. Ne? Ja. Weißt vielleicht du, kannst du mir helfen, Weinbau in Thailand. Ja, da habe ich gute Erfahrung. Und ich habe schon Seen angelegt, habe ich jetzt schon 30.000 Fische drin. Ja. Und die ganze Region ist noch alles voll Bio. Ne? Ja. Und dann können wir, wenn es hier mal chemisch wird, können wir uns dort autark ernähren. Ne? Ne. Aber vielleicht kriegen wir es verhindert, dass der große Bruder zuschlägt. Ne? Weißt du, vor 20 Jahren, als ich runterging, das erste Mal, da hat mir meine Ex-Frau die Ananasplantage gezeigt. Ja. Und da habe ich die Bäume gesucht. Ja. Ja, weißt du, das wissen die wenigsten, wie der Ananas wirklich wächst. Ne? Okay. Darf ich noch etwas vorlesen? Ach so, ja, was willst du lesen? Nur schnell. Ich hab eine Geschichte von mir, aber ich möchte einfach mal einen Input geben. Die wunderbare Medaille der unbeflexen Jungfrau. Wie lang geht es ungefähr, wenn du liest? Wie viele Minuten? Ein paar Minuten, nein, eine, zwei Minuten. Soll ich dazu spielen mit Musik hinten oder willst du es trocken? Ja, das können wir später mal machen. Okay. Ja? Lies mal. Danke schön. Ich mache mal was anderes. Wir brauchen mal ein bisschen neue Facts, dann finden die Menschen, meine Mitarbeiter, sich leichter zurecht. Ich stelle mich in die Telemedialuhr und du liest dann das. Dann nehme ich noch ein Feuer mit und zünde die Kerze Seite an. Dann machen wir noch ein Licht drauf. Dann haben wir es ein bisschen rituell. Kann ich noch einen Schluck Wasser nehmen? Ja, trink einen Schluck. Ich bin ein bisschen nervös. Da der Energieausgleich so langsam läuft, können wir uns auch Zeit lassen. Ne? Aber die vergesst nicht, ich möchte noch die Ausführung, ich fasse nachher nochmal zusammen und fange nochmal von vorne an. Ja. Norman, du wolltest doch das interessiert mich schon auch. Du wolltest doch die Kerze draufkleben. Naja, 3 Tage, ne? Wunderschön. Ja, die 3 Tage, die waren Norman, hart. Ja, na, siehst du? Weil du nicht den Impulsausgleich zahlst. Das ist ja Provokation. Könnte sein. Hast du die Münzen überhaupt bekommen? Das sind Münzen gekommen, sind die von dir? Ja, die mit den Töchtern drauf. Ah, schön. Ein 10 Pfennig. So, guck mal, was für eine Riesenflamme da ist. Auf geht's, ist für dich. Ich möchte eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und hier ist die Flamme dazu. Der kleine Kater war circa 1 Monat alt letztes Jahr, als er ganz kläglich in meinem Garten um Hilfe schrie. Ich überlegte mir 2 Tage lang, bis ich mir ans Herz gefasst habe und ihn bei mir aufgenommen habe. Denn so ein Entschluss heißt Verantwortung zu übernehmen. Der damals kleine Kater war dann auch übersät mit Zecken. Der Gang zum Tierarzt war nötig. Heute ist sein Name Jockeli. Er bereichert mein Leben sehr. Meine Erfahrung sagt mir, wenn man ein Haustier bei sich aufnimmt, eine große Verantwortung übernimmt. Denn man domestiziert dieses Tierchen in einer neuen Welt. Ist es in unserem menschlichen Leben nicht auch wichtig, mehr Verantwortung zu übernehmen? Sich nicht nur verführen zu lassen vom Aussehen, von Trieben, Emotionen und Werten. Selbst bin ich schon oft gescheitert in meinem Leben, weiß gar nicht wie oft. Doch
Ein paar Abstürze waren schon heftig. Genau diese Abstürze machten mich stark. Von dem Zeitpunkt an, als ich die Verantwortung nicht mehr versuchte, bei anderen zu suchen, ging es aufwärts. Wichtig ist es, wenn man sich und den Menschen in die Augen gucken kann, verantworten, was geschah. Zum Beispiel, mit meinen beiden Ex-Frauen habe ich heute noch eine gute Zusammenarbeit. Das danken uns auch unsere drei Töchter. Es hat einfach nicht gepasst. Wir waren ja verbunden beim Entstehen vom neuen Leben. Die Kinder tragen diese Verbindung in sich. Darum bleibt die Verbindung ein Leben lang, eventuell darüber hinaus. Liebe telemedialen Freunde, auch die heimlichen Freunde und alle anderen, probiert mal mehr Verantwortung zu übernehmen, nicht für andere, nur die eigene Verantwortung. Schuldzuweisung bringt eine Menge Leid mit sich. Herzliche Grüße, Silvio. Ja. Danke, Silvio. Ich danke auch herzlich. Ja. Okay. Das machen wir jetzt immer, wenn so ein Anruf kommt, dann machen wir diese buddhistische Kerze an. Das ist wunderbar. Ja, ich danke dir, Silvio. Es ist für mich immer wieder toll, weißt du. Und ich sage, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ne? Ja. Selbst wenn die telemediale Idee nicht überleben sollte, was nicht möglich ist, ja, wäre es für mich wert gewesen. Ja, für mich auch. Guck mal, das Licht will nicht ausgehen. Jetzt, nein. Es ist aus. Kommt wieder. Ja, hei. Okay. Wir hören uns. Dankeschön, Thomas. Danke. Tschüss. Ach, ich war jetzt gar nicht ganz konzentriert. Ich war zu stark mit der Kerze beschäftigt. So, gibt es einen Anruf an der Leitung? Super, schön. Okay, ich fange nochmal im Schnelldurchlauf an, fasse nochmal alles zusammen. Die Musik hat euch berührt. So, Kanal Telemedial geht es ab sofort nicht um Quantität, sondern um Qualität. So, also ihr müsst jetzt auch mal erkennen, dass es die Qualität ist, um die es hier geht, und erkennt auch die Masse die Qualität. Ich sollte mal wissen, mit welchem Level kann ich denn die Leute am besten berühren. Aber ich denke, das machen wir jetzt nochmal. Also, wir haben zusammengefasst nochmal hier, Norman, schau mal drauf, nochmal Maske runter. Hier, es gibt jetzt einen, hier können Sie gleich nochmal, wenn Sie neu dazugekommen sind, ich zeige Ihnen gerade, wo Ihre Ängste sind, warum Sie Ängste haben. Es geht um die Auflösung von Ängste und Zwänge. Wir sind so beim eineinhalb bis zwei Teile angekommen für die Zuschauer, die jetzt noch mal dazugeschalten haben. Ein Beispiel, was passiert. In der Mitte dieses Mikrofon steht Symbol für eine Schlange. Und wir haben hier drei unterschiedlich aufgestellte Scheine wegen Schein. Und der Schein trügt oft. Die Schlange ist in der Mitte. Einmal steht Symbol ein Wissenschaftler, der Interesse hat, eine Hausfrau, die Angst vor der Schlange hat, und natürlich ein Schlangenbeschwörer, der mit der Schlange spielt. Jeder hat einen anderen Beweggrund. Es hat nichts mit der Schlange zu tun. Jeder entscheidet, wie er die Schlange empfindet. Doch er nimmt nicht wahr, dass er selbst gerade dafür entscheidet. Er nimmt nicht wahr, weil er sieht es und reagiert sofort und er versteht nicht. Ja, wenn er zwei Kameras da drauf sagt, ich brauche auch nur eine hier. Komm. Danke. So, und denk doch mal mit. Und wo ist eigentlich? Der Ding ist mir jetzt schon so lang weg, der Wolfgang. Aber dem geht's gut, ist alles okay. Okay. Ja, ich weiß. Okay, also Wolfgang geht's gut, der hat aber gestern Mittag die technische Störung behoben und war jetzt fast zwei Tage am Stück da, der geht heim. So, also nochmal, bist du jetzt auch dabei bitte mit der Regie, dass du richtig mit mir schaltest, ne?
sollten wir da den Leuten gute Erklärung rüberbringen. Also, alle reagieren und fangen einfach an, aber sie denken nichts dabei. Aber man muss realisieren, mit der Schlange hat es nichts zu tun. Sie ist einfach nur Schlange. Dasselbe ist das, was hier passiert. Ich bin einfach nur Thomas G. Hornauer. Und die einen finden mich unmöglich, die anderen finden mich klasse, die anderen finden mich so und so. Es hat alles nichts mit mir zu tun. Erst wenn ich euch so was Ähnliches wie egal oder gleichgültig bin, dann seid ihr von mir geheilt. Solange ihr durch mich gefesselt und emotional berührt sind, interessiert ihr euch für mich, was ich tue, weil ich derjenige bin, der euch an eure vergessenen Geheimnisse erinnern kann. Solange ihr aber nicht merkt, dass ihr vergessene Geheimnisse habt, seid ihr halt an mich gefesselt. Weil euer Instinkt sagt, oh, das vergessene Geheimnis, das brauche ich halt wieder. Und das einfach nur, weil ich bin. Nur eigentlich wie die Schlange. Ne? So, Schlange ist interessant für Wissenschaftler, viele studieren. Eine Schlange ist interessant für Verspielte, die spielen. Und von der Schlange fürchtet man auch sich und hat Angst. Das passiert bei Kanal Telemedial und durch mich und meine Idee. Mein Ziel ist es, das deutschsprachige Europa durch meine Befreiung, die ich in mir erlebt habe und die Volksblockaden in mir aufgelöst habe und frei bin. Meine Freiheit ist es, das zu tun, was man normal nicht tut. Ich habe keine Hemmungen. Ich traue mir, vor Millionen zu tun, was ihr euch nicht mal alleine im Wohnzimmer traut. Also ist das ja ganz schön interessant. Da kann man sogar neidisch drauf sein, aber man sollte nicht neidisch drauf sein, sondern man sollte gucken, wie ihr auch wieder in diese Freiheit kommt. Das Ziel ist, ein gesundes Bewusstsein für das deutschsprachige Europa zum Wohle aller. Und weil ich keine Zeit habe, das euch einzeln zu bringen, mache ich es über Fernsehen und das Geschäftsmodell heißt One to Many. Denn ich habe teuer bezahlt für diese Lebenserfahrung und wenn ihr jetzt von der profitiert, solltet ihr nicht schnorren. Denn es gibt ein Sprichwort, das heißt, alles, was man nicht achtet, verschwindet irgendwann. Also achtet ihr und wertschätzt ihr nicht, was ihr von mir lernt, aktiviert sich's nicht. Es kann nicht aufblühen. Es ist, wenn eure Pflanze kann nur aufblühen, wenn ihr unten Wasser reingebt, dann geht sie auf. Solange ihr aber der telemedialen Idee nur schnorrt, gebt ihr kein Wasser rein. Und alles, was ich sage, ist verkatzt. Es geht verschütt, es trifft euch nicht. Und deswegen probiert mal aus, dass ihr auf die Bank geht und das leistet. Und dann werdet ihr dieses göttliche Prinzip von Ursache und Wirkung verstehen. Und ihr werdet sehen, wie das Glück in euch aufgeht. Und dann, wenn Kanal Telemedial in die Gewinnbereiche kommt, dann werdet ihr sehen, was wir für tolle Musikkünste, wie viele Meisterkünstler hierher kommen und was dann für ein Programm aufgeht, wo ihr immer noch selber das Programm in der Hand habt und hier reinrufen könnt. Noch am besten. So, also nochmal, mit den Augen nimmt man es wahr und man handelt. Dabei vergisst man aber, dass man diesen Prozess meistens von den Eltern oder irgendwo in der Schule gelernt hat. Und in einer Millisekunde entscheidet man dann, eine Information an den Magen zu geben oder in die Bauchgegend, irgendeinen inspirierenden Stoff, Endorphine oder wie das ganze Zeug da heißt, oder Adrenalin auszustoßen. Und dann reagiert der Kopf, aha, adrenalinisch ausgestoßen, jetzt weglaufen, zum Beispiel bei der Angst. Oder Endorphine, Glücksgefühle zum Spielen. So. Aber ihr habt irgendwann mal wo abgeguckt, dass man so reagiert. Und weil ihr das abgeguckt habt, wie man reagiert, seid ihr es gar nicht selber, sondern ihr macht eurer Mama nach oder den Freunden in der Schule oder was man in der Uni euch gelernt hat oder was man in der Lehre gelernt hat. Und das, was ihr dort gelernt habt, wenn ihr dazu steht, dann ist es
nicht eure eigene Meinung, sondern die Meinung, die man euch gesagt hat. Und wenn ihr eine Meinung vertretet, die man euch gesagt hat und die nicht aus euch selber kommt, dann sprecht ihr von innerer Überzeugung. Wenn ihr aber ein Wissen aus euch selber entstanden habt, das ihr euch erarbeitet habt, dann habt ihr einen Samen, den ihr in euch eingesät habt, und dann wisst ihr, dass es so ist, und dann glaubt ihr auch gleichzeitig. Und deswegen ist der Unterschied, dass das Glauben, das Wissen im Glauben ruht. Also der, der wirklich glaubt, der weiß auch. Der, der aus innerer Überzeugung handelt, glaubt den Scheiß, was man ihm erzählt hat. Also, liebes Deutschland, liebes deutschsprachige Deutschland, ich fordere euch jetzt alle auf, heute Nacht mal drüber nachzudenken, ob das, was man euch erzählt hat, wirklich stimmt. Dazu gebe ich euch ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel von meinen Freunden vom telemedialen Aufsichtsbehördle E-Mails untergejubelt gekriegt, mit einem angeblich Cougar aus Los Angeles oder aus Washington D.C., wo wir wenigstens dieselbe Telemedialzeit haben wahrscheinlich, oder der aus Nahost. Da habt ihr mich ein bisschen auf die Schippe genommen. Aber ihr seht, auch ich neige dazu, zu glauben, was mir gefällt. Also es ist schon ganz kritisch, selbst so ein ausgeschlafener Bursche wie ich kann hohen Intelligenzen auf der Leim gehen. Und weil ich dazu neige, zu glauben, was ich will, laufe ich einem Hologramm, einem Schwindel hinterher. Sich das selber so einzugestehen wie ich, das können diejenigen, die das so angerichtet haben, nicht. Das bin ich euch weit voraus, ihr Nasen. Ne? Ich kann das eingestehen, weil ich die Angst vor der öffentlichen Meinung verloren habe. Ich habe die nämlich. So, deswegen ist mir egal. Und die Angst vor der öffentlichen Meinung, weil man ja immer gut aussehen will, ist Hauptproblem. So, jetzt weiter. Wir sind jetzt bei 2/3 zusammengefasst. Wollt ihr, dass ich weitermache? Soll ich das jetzt voll auflösen? Dann, oder gibt es schon Einsicht, jetzt so langsam, dass es um die telemediale Idee geht, dass das jedem seine Freiheit ist? Macht doch mal den Impulsausgleich. Zähler rein, den TIM, den telemedialen Impulsmesser. Und wir schauen mal, ob euch schon annähernd das wert ist. Ne? Damals konnte der ja auch. 114. Also das ist jetzt wirklich hohes Wissen, wenn ihr das umsetzt. Das ist, also diese Sache ist mindestens, wer das verstanden hat, wenn er zum Therapeuten geht oder so, wird er mindestens 5.000 Euro hinlegen, auf ganz viele Sitzungen verteilt. Ja, und ich schätze so, ja, zwischen, das muss man häppchenweise kriegen. So, weil es viele gleichzeitig gucken und ich sowieso da bin, kann sich's teilen. Aber jetzt mal sehen, ob da noch eine Welle kommt. Ob es überhaupt eine Welle fürs Verständnis, man hat ja mehr um Verständnis gebeten. Heute mache ich mal eine Ausnahme und mache ein Programm im Schwerpunkt für Verständnis. Aber Verständnis mache ich nur für Verständnis für die telemediale Idee. Was der telemedialen Idee hilft. Hilft der telemedialen Idee, hilft es auch euch, denn dadurch bleibt es erhalten. So. Ja. Jetzt bitte ich euch, seid so frei und erlaubt euch, das, was sie konsumieren, freiwillig auszugleichen. Denn nur, wenn sie die Möglichkeit haben, das, was sie konsumieren, freiwillig auszugleichen, sind sie wirklich frei. Also befreien sie sich nun von dem Zwang, nicht frei sein zu können. Wollen Sie nicht mehr frei werden? Wenn Sie noch frei werden wollen, sind Sie es nicht. Deswegen machen Sie es jetzt ganz einfach.
sind sie frei. Der, der frei sein will, der ist es nicht. Deswegen sind sie jetzt so frei und erlauben sie sich, das auszugleichen, was sie konsumieren. Und wer es jetzt verstanden hat und schon längere Zeit dabei ist, der darf jetzt auch mal nachlegen. Keine Hemmungen, es passiert nichts. Super, jetzt versteht ihr es. Das macht jetzt allen Mut. Das macht jetzt den telemedialen Freunden, das macht allen Mut. Wir brauchen Einsicht. Wir brauchen Einsicht. Komm, gib Gas, kommt auf. Gib Gas. Komm, wir knacken's heute, komm auf. Wir knacken's. Lasst krachen. Lasst mal krachen. Kommt. Komm. Seid so frei. Erlaubt euch. Seid so frei. Spürt ihr die Freiheit? Ja, ihr spürt sie. Ihr versteht's jetzt. Ihr versteht's. Ein sensationelles Ergebnis. Der ORF, ARD und ZDF, die platzen vor Neid. Weil denen gönnt keiner die GEZ-Gebühren. Ja, für Einsicht. Das ist ein Ergebnis. Da kriegen wir Neid. Mit Recht. Denn guckt mal, was wirklich die Öffentlich-Rechtlichen für euch tun. Was tun sie für euch? Was tun die anderen für euch? Ich bin voll für euch da. Mit allem. Ich bin voll für euch da. Dass euch die Augen aufgehen. Voll. Ich bin da. Ich bin da. Dass ihr die Freiheit wieder versteht. Dass die Freiheit, die ich mir erarbeitet habe, dass ich die an euch weitergebe. Ganz. Einfach nur wieder frei, klare Kopf und ohne Zwänge. Und ich bin für euch da. Und jeder, der in Zwängen ist, ich helfe ihm raus. Ich kenne die Codes. Und mit der Kraft der telemedialen Freunde geht's auf. Es stehen viele da. Also komm, seid so frei und erlaubt euch, seid so frei. Komm, lasst fließen. Seid so frei und erlaubt euch, das auszugleichen, was ihr konsumiert. Seid ehrenkäsig. Seid stolz. Und lasst euch nicht nehmen. Nur das, was ihr konsumiert. Vergleicht diese Qualität, die ich euch gebe, mit dem Schrott, was ihr gebt. Und wie transparent. Das ist ganz ehrlich, was ihr seht. Ja? Ganz ehrlich. Ganz offen, transparent. Ja. Jeder kann sich ausrechnen, was so ein Fernseher kostet. Ich bin kein Abzocker. Schaut. Na. Das sind jetzt erst 1450 Euro Umsatz. Wir kriegen da nur 7 Euro. Na. Also haben wir jetzt 1000 Euro. Und das, was ich für euch veranstalte, kostet 10.000 Euro die Stunde. Wenn ich die Stunde rechne, so von 12 bis 1, kann man ungefähr ausrechnen, ne? Ganz schön heftig, viel. So, muss ja irgendwann, müsst ihr es erhalten, denn ich finanziere das privat. Ich habe keinen Sponsor und ich kriege keinen Sponsor, weil ich keinen Sponsor will. Ich möchte ein mündiges Zuschauerpublikum, das nicht wie Behinderte noch von einem Sponsor finanziert wird, dass ihr selber wieder nur zurücklehnt und konsumiert. Die telemediale Idee fordert euch zur Mitarbeit auf, zur geistigen, zur seelischen Mitarbeit. Ja, 150, super, freut mich, macht mir richtig Mut. Und ich sage euch was, ich setze euch nicht in den Mangel und gestern bin ich nicht nur gekommen, sondern natürlich wollte ich mal ein bisschen spüren lassen, wenn ich nicht da bin. Aber auch ich musste mal Kraft sammeln und generieren. Und dienstags ist Sonntag bei Telemedialzeit. Also seid so frei,
So, weiter geht's. Raus die Masken. Wissen ist wichtig. Auf geht's. So, also die Tatsache. Drei unterschiedliche Gegenstände, jeder projiziert. Jeder projiziert, wir haben erkannt, wir haben was vergessen. Weil wir unwahrscheinlich schnell im Kopf sind, kommt da, das sieht man eh nichts mehr. Weil wir unwahrscheinlich schnell im Kopf sind, merken wir gar nicht, dass wir mit den Augen wahrnehmen, einen Befehl nach unten geben, das ein Gefühl auslöst und jetzt vertrauen wir dem Gefühl. Aber es ist ein Trugschluss. Euer Gefühl ist eine Verarsche. Euer Gefühl besteht aus einer Projektion, wo man euch einkodiert hat, wie im Computerprogramm, taka, 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 das der große Bruder abruft, wie er dann abregiert. In Massen schwimmt ihr los, ihr kriegt einen Impuls und dann rennt ihr alle in eine Richtung. Ja? Im Osten sind sie alle hintereinander in die Schlange gestanden und ihr rennt alle ab. Ihr rennt los wie die Hammel an Trog. Hier gibt's Futter, ja? Hier beim Hornhauer gibt's Zählerbrot, ran. Hey, das hat nichts mit euch zu tun. Ihr seid es nicht. Ihr seid lebendige Tote. Wacht endlich auf hier. Mann, es hat nichts mit euch zu tun. Versteht ihr es? Es hat nichts mit euch zu tun. Ihr seid es nicht. Ihr seid nur das, was ihr selber wollt. Und wenn ihr noch projiziert losrennt, seid ihr es nicht selber. Capisce? Capisce? Wacht auf, öffnet euch die Augen. Wacht auf, wacht auf, wacht auf. Es hat nichts mit euch zu tun. Es ist eine Erinnerung, ihr habt abgeguckt, aha, das geschieht und ich funktioniere jetzt so. Die eine hat abgeguckt, Schlange wegrennen, der andere hat abgeguckt, spielen und ihr rennt nur irgendwas nach. Hat nichts mit euch zu tun. Weil ihr nehmt's mit den Augen wahr, entscheidet, einen Impuls zu schicken, dann spürt ihr den Impuls und nach dem Impuls handelt ihr dann und rennt los. Aber dass ihr vorher durch die Augen wahrgenommen habt und entschieden habt, vergesst ihr. Wenn ihr jetzt bewusst überlegt, könnt ihr entscheiden, nein, ich bin keine Hausfrau, ich habe keine Angst mehr und ich bin ein Wissenschaftler. Dann ist die Angst weg und ihr habt entschieden, Wissenschaftler zu sein. Oder ihr seid auf einmal Schlangenbeschwörer. Kann gefährlich sein, weil das Spiel muss man beherrschen, sonst beißt sie dich. Aber auch wenn ihr das wechselt, geht ihr nur in ein anderes Paradigma und ihr seid immer noch in der Projektion und nicht euch selber und nicht echt. Capisce? Capisce? Sitzt es? Heinze, hast du kapiert? Ja, wenn es er kapiert, kapiert es der Rest der Welt. Ist da schon ein Licht aufgegangen jetzt? Hast du schon was gelernt? So, also immer wenn ihr so emotional losreitet, hat es gar nichts mit euch zu tun, denn in Wirklichkeit ist es die elendige Sturheit eurer Ahne. Oder die Manipulation von Big Brother. Ja? Hat nichts mit dieser Sendung zu tun. Für Big Brother meine ich irgendwas Virtuelles. Das auch halt nur virtuell ist, hat aber nichts mit dieser Sendung zu tun. Ja? Also entweder sind es die Ahner oder der Big Brother, der euch manipuliert. Der Big Brother ist der, wenn ihr irgendeine Werbung vom amerikanischen Konzern guckt und euch läuft dann das Wasser im Mund und ihr geht dorthin essen und danach habt ihr Scheißerei und Pickel in der Fresse. Na? Das kann passieren, ne? Kann passieren, ne? Ja, das muss man verstehen. Also, ihr projiziert, es seid nicht ihr. Und deswegen prüft, ob euer Handeln wirklich ihr seid. Ob ihr losrennt wie die Hammel, wenn irgendwo ein Signal kommt, ne? Es kommt das, wir rennen, ne? Ja, und jetzt haben wir ein Symptom, dass alles, was wirklich fett, nutzlos und scheiße ist, stürzt sich das deutsche Volk drauf. Und das, was Qualität ist, nennt man Abzocke, Seelenfängerei und so weiter.
Es gibt viele, die das auch tun mit Zellenfängerei abfangen. Aber ich nicht. Weil ich will euch nicht als Anhänger. Ich will keine Fans, denn das macht mich unbeweglich. Deswegen will ich es mir zahlen lassen, weil ich das leiste. Und das ist die telemediale Idee, die Geschäftsethik von Ethik und Moral. Denn nur, wenn ihr es von Herzen freiwillig gebt, dann steigt ihr auf, dann kriegt ihr die Erleuchtungen. So, es geht weiter, auf geht's. Macht rein. Ich will sehen, ob es jetzt langsam die Leute schnallen. Bitte die telemedialen Freunde mal zurückhalten. Wenn ihr begeistert davon seid, wie ich es heute mache, macht es später zum Schluss, wenn ihr das gut fandet, wie ich das gemacht habe, dank eurer Lichtkraft. Jetzt lasst mal die zeigen, ob es mir gelungen ist, irgendwelche Menschen in einen neuen Bewusstseinslevel zu kriegen. Ist bei dir schon was passiert, Heinze? Ja, ich habe schon ein bisschen, ist schon Licht aufgegangen? Ja, das heißt ein bisschen. So, und jetzt kannst du sehen, wenn bei dir irgendwas abgeht, musst du jetzt erstmal prüfen. Wir hatten mal ein Beispiel, ne? Als wir die Villa in Wien eingerichtet haben, hast du deinen Laptop dabei und hast dann die Purple donnern lassen. Hat mich natürlich in meine heilige Halle gestört, obwohl ich früher richtig die Purple gelernt habe und ich kann Smoke on the Water, ne? Auf der Gitarre. Ich habe wahrscheinlich schon Smoke on the Water auf der Gitarre gespielt, da bist du noch mit der Trommel um Christbaum gerannt, ne? Ja, so. Und dann hast du gesagt, das ist geil, die Platte wurde millionenfach verkauft und die haben richtig Geld verdient. Aber rückwärts sind satanistische Codes drin. Und ich weiß es, ne? Ich weiß es. Und nur weil etwas, aber was ich damit sagen will, nur weil etwas viel Geld bringt, heißt noch lange nicht, dass es wirklich gut ist, sondern es bedeutet nur, dass es vielen Menschen gefällt, die in einer bestimmten Projektion leben. Heißt aber nicht wirklich, dass es eine hohe göttliche Qualität hat, sondern nur der Pulsnabel der Zeit, die durch Medien geschürt sind, entspricht. Ja, ja. Sie haben auch Kult, ne? Also es ist schon was da, aber es ist eine Projektionsebene. Denn es ist ja wieder dasselbe. Wir nehmen jetzt anstatt die Schlange, nehmen wir den Heavy Metal. Der eine findet ihn neutral, der andere findet ihn super und der andere findet ihn scheiße. Es ist trotzdem nur projiziert. Irgendwer hat euch gesagt, diese Musik ist toll. Und dann kommt etwas anderes, bei der Musik berührt euch etwas, dieser Rums. Dieser Bass. Dieser Bass geht aufs Wurzelchakra. Aber wenn man jetzt die Chakren oder die Energieexperten sieht, die können sagen, was mit euch passiert. Bei einer bestimmten Frequenz wird es für dich gesund und bei einer anderen Frequenz, die wirkt auf dich krankmachend und zerstörerisch. Das sind halt Energien, ne? Die einen wirken heilend und die anderen wirken zerstörend. So wie eine Zigarette. Die schmeckt geil, rauchen schmeckt super, aber keiner kann mir widersprechen, Rauchen macht langfristig krank und ungesund. Tatsache. So. Oh, ne, auch wieder. Man hat angefangen mit Rauchen, weil man mitgemacht hat. Man hat angefangen mitmachen und irgendwann hängt man drin. Man hat irgendjemand nachgeahmt, die Eltern, die rauchen. Und dann hängt man drin. Ich habe 20, 30 Jahre geraucht und mir hat es geschmeckt. Und alle Varianten. Zeitlang konnte ich, wenn ich nachts in der Kneipe gejobbt habe, ging mir es morgens so schlecht, da konnte ich noch gar keine rauchen. Und erst abends habe ich angefangen zu rauchen. Als ich dann auf Bürojob hat sich's gedreht, da habe ich dann tagsüber im Büro geraucht und hatte natürlich Kinder daheim, vor denen habe ich nie geraucht. Ne? Die haben mich nicht rauchen sehen. Und weil ich gesagt habe, das ist nicht ethisch. Also ich finde es zum Beispiel totaler Missbrauch an die Kinder, wenn ein Elternteil vor dem Kind raucht und sein eigenes Nachkommen, Fleisch und Blut, mit dem Passivrauchen konfrontiert. Das ist für mich ein großer Missbrauch und wäre für mich, wenn ich König von Deutschland wäre, ein Straftatbestand. Ein ernsthafter Straftatbestand. Wer vor seinen Kindern raucht
oder sogar den Dreck seine Kinder fressen lässt, würde ich, wenn ich König von Deutschland wäre, wie Rio Reiser sagt, würde ich bestrafen. Würde ich nicht erlauben. Es ist nämlich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn die Eltern ihr Drecksbewusstsein für sich machen würdet und sagen, okay, viele gehen auch raus und rauchen nicht vor den Kindern, Respekt. Aber die, die es tun, ist gnadenlos, das ist nicht nur, rauchen normal, ist einfach nur asozial. Ich war dann auch 30 Jahre asozial, ich habe nur die Einsicht und gestehe es ein. Aber wer vor seinen oder mit seinen Kindern, Kinder sitzen im Auto und man raucht beim Autofahren und die Kinder sind mit dem Auto, ist kriminelle Körperverletzung und die Würde des Menschen ist unantastbar und ist hochkriminell. Und sowas darf man nicht mal mit anschauen. Zivilcourage würde für mich bedeuten, wenn ihr seht, dass Eltern ihre Kinder mit Rauch voll rauchen, muss man eine Strafanzeige machen. Das ist für mich Zivilcourage. Und der Gesetzgeber müsste massiv reagieren. Das wäre für mich in Ordnung. Jetzt heißt es, ich bin vielleicht radikal. Nein, ich bin nur konsequent. Weil es ist einfach nicht richtig, dass man den Dreck in irgendjemand reingibt. Und wo ist unsere Vorbildfunktion? Wo ist unsere Vorbildfunktion? Man sagt zwar, wir Eltern, wir sollen nicht bei Rot über den Zebrastreifen laufen, weil man Vorbild sein muss. Obwohl vielleicht stundenlang gar kein Auto kommt, aber die scheiß Ampel halt auf Rot ist, weil sie schaltet. Dann wird auch gefragt, nee, sind Sie Vorbild? Gehen Sie nicht über die Straße bei Rot? Na? Ja, da soll man Vorbild sein. Bei Rot geht man nicht. Na? Und bei Grün schon wieder Konditionierung. Aha, bei Rot geht man nicht. Bleibt man stehen, bei Grün geht man. Ob die Straße kilometerweit frei ist oder nicht? Ja gut, wenn dann grün ist, geht man, guckt man auch nicht. Vielleicht kommt da gerade ein Auto und puff, bist weg. Ne? Besonders bei Rechtsabbieger. Rechtsabbieger ist immer klasse. Du kommst mit dem Auto, biegst rechts ab, dann hat der Fußgänger auch gerade grün. Ne? Also diese Verkehrsregelung habe ich noch nie verstanden, dass genau der schwache Fußgänger Ampel grün kriegt und der Autofahrer, der von der Hauptstraße kommt, von hinten schiebt auch noch der Verkehr, der Masse, in die Klötze gehen muss, dass ihm keiner manchmal hinten aufgeht und dann kommt der Fußgänger. Ne? Ja, dass man da so denkt in Deutschland, haben wir das schon mal erlebt? Wie kann man bloß so denken, dass man von einer Hauptstraße einen rechtsabbiegenden Verkehr, der oft auch noch von dem Kolonneneffekt geschoben wird, ein Fußgänger, der gerade dann übergeht, abgeschossen wird. Da macht man Krankenhäuser damit voll. Was glaubst du, wie viele Leute genau durch diese Verkehrsführung abgeschossen werden? Da fragen wir, ist diejenigen, die das machen, sind sie so blöd oder machen es gezielt, damit ein bisschen was los ist im Krankenhaus? Ne? Was soll die Scheiße? Ne? Oder Heinz? Ja. Echt super gescheit, ne? Dass man den wehrlosen Fußgänger, der ja nicht geschützt ist, grün gibt, wenn ein Auto rechts abbiegt. Ne? Und wenn der den noch aus Versehen anfährt, der rennt noch los und guckt nicht, weil er ja grün hat, weil bei Rot muss er ja auch stehen bleiben. Ja, dann geht auch noch der in Knast, der muss ja aufpassen. Ne? Ja, mein Gott, das fordert die Aufmerksamkeit. Ne? Also wenn du nicht aufpasst, kann sein, du bringst aus Versehen jemanden um, dann gehst du in den ganzen Gerichtsprozess, Körperverletzung, ne? Der ist im Krankenhaus, hey, da läuft eine riesen Maschinerie, ne? Da geht es den Krankenhäusern gut, da geht es den Versicherungen gut, da geht es dem, der angefangen ist, gut. Da wird richtig gut Geld gedreht. Super gut, na klasse. So geht es, oder? Super. Ja, also da Zivilcourage mitdenken, super geil. Ne? Oder warum steht ihr so da? Ich sag das nicht, lass ich mal weg. Ja, habt ihr es jetzt verstanden, warum ich hier bin? Ich will euch nur die Augen öffnen, damit ihr gesund über die Straße gehen könnt. Das ist schon gefährlich, wenn ihr denkt und auf Denken entscheidet, wenn das Ding durchläuft, ne? Und ihr geht über die Straße und ihr denkt, es kommt schon nichts. Wuff, tschu, ne? Kommt genau. Also wenigstens habt ihr noch, da beim über die Straße gehen, da ist der Ego noch für den deutschsprachigen Bürger nützlich. Ja? Da ist er noch nützlich, weil da guckt er wenigstens nach links und rechts. Das ist eine der wenigen Situationen, Norman, ne?
wurde nicht auf Basis des Denkens, sondern auf Basis des Wissens. Da guckst du wirklich links, rechts, links, oder? Wenn du gehst, ne? Guckst du? Ja, siehst du? Da entscheidest du auf Basis des Wissens und überzeugst dich, okay? Das ist das, was ich meine. Mit deinem Ego, das Leben erhalten, bist du schon noch in der Lage, gewissenhaft zu entscheiden. Ja? Die andere Entscheidung, wo du immer dein Alzheimer hast, das liegt an der Projektion, dass ich einfach ein Boss-Arschloch bin. Es gibt keinen Boss auf der Welt, der kein Arschloch ist. Das kennen wir ja, das Gesetz. Ne? Und da hängst du halt noch in ein paar Projektionen. Und mir macht Spaß, mit dir das rauszuarbeiten, weil du es auf jeden Fall mal nicht persönlich nimmst. Da hast du einfach einerseits eine Toleranz und andererseits eine Resistenznormel. Jetzt habe ich ihn getroffen, er sagt nichts zurück. Okay. So langsam ist einfach, glaube ich, die Zuschauerquote erreicht. Sind schon alle eingeschlafen? Seid ihr müde geworden? Oder haben es tatsächlich nur 165 Leute geschnallt? 66. Auf geht's. Ich fordere jetzt alle auf, seid so frei. Heute ist das Thema Befreiung von Zwängen. Wer hat den Zwang, nicht an den Telefonhörer gehen zu können? Befreit euch davon. Wenn ihr jetzt konsumiert, ich wünsche mir jetzt einen Anrufer, der ein Erlebnis hatte, dass jetzt bei ihm ein Licht aufgegangen ist. Er soll mal stellvertretend, niemand mit Erfahrung, niemand vom Wörthersee, sondern ich möchte jetzt einen Anrufer, der tatsächlich jetzt durch diese telemediale Lebensschule, ausnahmsweise mal mit Erklärer, sicherlich berühre nebenher immer noch, eine Erfahrung gehabt hat. Es sind ja jetzt 160, die sagen, ich habe es jetzt verstanden, ich fühle mich jetzt ein bisschen mehr erleuchtet oder mein Bewusstsein ist was aufgegangen. Ich wünsche mir einen Anrufer. Wenn er kein Geld hat, soll er nur kurz anrufen und Service-Sender ruft zurück. Aber er soll, ich möchte jetzt mal jemanden, der das Erlebnis mitteilt, damit andere jetzt auch diese Blockade, diesen Stocker, genau, nicht die Blockade, sondern die Unfreiheit, den Zwang nicht geben zu können, lösen. Weil jetzt ein Machtprinzip ist und ihr denkt, ihr habt dadurch eine Macht über mich. Aber es ist nur ein Hologramm. Es ist nur ein Hologramm. Es hat nichts mit mir zu tun. Ja, so. Wer hat die Freude und die Ehre, sich jetzt einzuwählen ins Service Center und mitzuteilen, dass sich in ihm was bewegt hat und meint, dass er damit die Zielgruppe ansprechen kann? Es gibt so Massenblockaden und wenn jetzt einer von euch so eine Blockade durch diesen Vortrag von mir gelöst hat, kann er es in die Sprache, wenn derjenige, der meine Telemedialsprache verstanden hat und jetzt verstanden hat, was da aufgeht und was aufgeht, was aufgegangen ist, soll jetzt sagen, wie es ihm geht, damit er stellvertretend für diejenigen, die genauso fehlkodiert waren, fehlprogrammiert, fehlkonditioniert, fehldomestiziert. Ihr seid alle zum größten Teil zu 95% von allen in unserer Bevölkerung sind zu 100% dressiert wie Hunde. Ihr seid dressiert wie Hunde und ihr seid einfach nur dressiert. Und ich möchte euch ein bisschen in eure Wildheit, in eure Freiheit bringen, damit ihr wieder ein bisschen Frieden und Glück im Leben habt. Hat dieser Frieden, dieses Glück, habe ich da jemanden wieder ein Stück näher an sein Herz gebracht? Dann
soll er jetzt hier durchrufen. Guck mal, ob da irgendwie die Leitung blockiert ist und irgendjemand ewig mit der Mattia oder da ist Quatsch. Ob es da eine Warteschleife gibt, das kann ja nicht sein, dass das jetzt niemand kapiert hat, sonst muss ich ja nochmal von vorne anfangen. Das haben ja 165 gesagt, dass es was wert ist. Also da muss jetzt was kommen. Stockt es. Ja, drüben ist besetzt. Also, ey, Service Center, schaltet mal einen durch, lasst euch nicht volltexten. Ne? Da hängt jetzt wahrscheinlich einer in der Leitung, weißt, und textet voll. Und hinten könnt ihr sehen, ob wir eine Warteschleife haben. Wir haben so wenig Leute im Service Center. Guck mal. So, aufkommt erstmal ein Rufer durch und dann kann ja der andere die Mattia volltexten. Ne? Ja. Guck mal jetzt, dass er zügig durchkommt und kurze Meldungen. Konzentriert euch und setzt mal kurz die Meldung ab. Kurz und knackig, dynamische Sendung. Ja, Warteschleife 6, Entschuldigung, auf geht's. Monitoring, auf geht's. Hängt mal den einen ab, wenn er den entdeckt, dass der Kanal frei wird hier. Na? Moment, oder? Wir machen ja gerade eh nichts. Spring mal kurz rüber. Lass mal alles so die Einstellung stehen, oder? Wir müssen nicht schalten gerade. Ja, okay, dann lassen wir mal alles so stehen und geh mal kurz rüber. Okay, Ulrike, hallo. Ja, ich grüße dich. Ja. Ich grüße dich, Thomas. Das ist im Moment die Schaltung ziemlich weit, was weiß ich, Hals. Auf geht's. Und was hast du drauf, dass die Leute jetzt verstehen, dass die jetzt reagieren? Die sollen reagieren. Es reagiert aber nur 1%. Das hat dir schon andere Leute auch gesagt. Weil andere Leute begreifen dieses Thema nicht. Doch, doch, ich habe es jetzt so geöffnet, dass wir. Ja, du hast sie geöffnet. Ja. So, und ich will jetzt die, wo geöffnet haben. Auf geht's. Ich will welche, die geöffnet wurden. Du bist Stammanruferin, oder? Ja. Okay, du bist die Ulrike aus Esslingen. Esslingen? Ja. Okay, also auf geht's, raus. Du machst die. Halt, stopp, stopp. Hast du die Kneipe gefunden, Ulrike? Ja, ich habe die Kneipe gefunden. Ulrike hat. Willst du es gleich sagen? Wo es ist? Hast du schon alles geklärt mit dem Wirt? Ich habe mit dem Wirt geklärt, aber der Wirt kriegt den Sender nicht rein. Also da muss er sich einen Invest machen für rund 100 Euro, eine Schüssel aufhängen und einen Satellitenreceiver ranhängen und dann kriegt er uns. Oder er hat schon, er muss noch suchen. Ja. Also das kann man als Wirt immer investieren. Okay, nein, meldest du dich nochmal? Pass auf. Thomas, komm, mach nicht so lange, ich möchte jetzt da beim Thema bleiben. Das können wir sonst verzögert sich's, weißt du? Die Leute haben kein Geld. Okay. Verstehst du, es ist schwierig. Das stimmt nicht. Wir haben 60 Milliarden Zigarettenumsatz. Tschüss. Ja. Tschüss, bis dann. Also so ein Schmarre, die Leute haben kein Geld. Selbst die Hartz-IV-Leute haben noch Geld zum Rauchen. Quatsch, glaub den Scheiß nicht. Wir haben so viel Geld und so viel Schulden. Stimmt nicht. Stimmt nicht, liebe Ulrike. Ja. Auf geht's, der nächste Anrufer. Zügig jetzt, durchschalten. Gerade hat es noch 6 Warteschleife. Ja, dann lass mal so einen bösen Idiot rein. Dann hören wir einfach mal einen bösen Idiot an. Wenn es nur böse Anrufer gibt auf diese Aktion und auf diesen Workshop, dann soll doch mal einer anrufen, den sie ankotzt. Dann soll er aber konstruktiv bleiben. Auf geht's. Wer das scheiße findet, soll jetzt mal reinkommen, aber wenigstens konstruktiv bleiben und ein ordentlicher Dialog mit mir führen. Und nicht nur Blödsinn rausschwätzen. So, ja, dieses Verständnis ist wichtig. Ich freue mich, dass es wenigstens 165 gesehen haben, aber ihr zieht es dann wahrscheinlich so aus, dass 165 Leute das toll finden, wie ich es erklärt habe, und keiner verstanden hat. Kann das sein? Na, wenn nur 1% versteht und 165 haben verstanden und haben gehandelt, dann könnten wir ja ausrechnen, bei 10%, wenn 1% 10% wären, dann 1600, 16.000 Leute. Das würde heißen,
Es gibt nur in unserer Reichweite 16.000 Leute, die es verstehen. Wird man aber auch durchkommen, ne? Wenn 16.000 Leute jeden Tag 1 Euro bezahlen würden, sprich wiederum 30 Euro im Monat, dann wäre Kanal Telemedial stabil. So, mein Gott, wir sind interaktiv. Es geht ab. Warum kommt da nichts technisch? Ja, der Michael aus Wien ist ein Stammanrufer. Also, man mag mich nur konsumieren. Guckt euch an. Guckt euch an. Michael. Michael. Ja, ich höre dich. Michael, was sagst du dazu, dass es niemand traut, sich anzurufen? Ne? Ja, das habe ich eben... Sensationell, ne? Schau mal, europaweit, Tausende, Hunderttausende Glotzen. Jeder kennt Telemedial. Überall steht's, ne? Und was... Hemd die Hosenscheißer anzurufen. Was denkst du? Ja, also ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Also ich habe leider keinen Fernseher, sonst nur hier in Wien jetzt. Und ich sehe das zum ersten Mal. Ich finde es super, was du machst. Ja. Ich meine, ich kenne das Thema schon seit vielen Jahren, aber jetzt, wo ich es gesehen habe, hast mich nochmal wieder draufgebracht. Ja. Mhm. Das ist einfach, ja, ich finde das einfach genial, wie du es machst. Mhm. Und ich unterstütze das voll. Aha. Und bist du noch ein anderer? Ich habe 2 Michaels schon aus Wien und du bist dann der dritte. Du rufst zum ersten Mal an, oder? Hier dann. Ich sehe das zum ersten Mal. Ah, ja, okay. Zum ersten Mal an. Und also der heilige Michael schickt mir die Michaels, der Erzengel Michael schickt mir die Michaels aus Österreich. Geh mal in die Dombachstraße und triff dich mit den anderen. Ne? Dombachstraße? Dombachstraße 139, dort ist das Telemedialstudio in Wien. Ach so, okay, Dombachstraße 139. Ja. Ja, die Lilly ist gerade immer dort von 17 Uhr bis 20 Uhr, dass ihr euch kennenlernt. Und der Kabelnetzbetreiber will dieses unmögliche Programm unbedingt raus aus dem Kabel haben. Ne? Das muss weg, weil das macht ja die Augen auf. Ne? Andere sagen natürlich, das ist kriminell, das gehört verboten. Ne? Aber Wahrheit ist irgendwo noch nicht gerade so beliebt. Ne? Wahrheit und Entillusionierung. Hier ist euer Entillusionator, ja? Ja, also wir machen weiter so, das ist eine super Sache und ich unterstütze okay. Das auch. Ja, okay. Alles klar. Tschüss. Also, tschüss. Liebe Wiener, versammelt euch in der Dornbachstraße 139 und lernt euch mal dort kennen und schaut mal, ob ihr eine Maßnahme kriegt, ob ihr das weiterhin das Recht habt, die Freiheit, Kanal Telemedial zu gucken bei eurem Kabelnetzbetreiber. Denn ihr bestimmt doch euer Programm oder bestimmt es der Kabelnetzbetreiber, was da drin ist. Oder gibt es tatsächlich das erste Mal die Anträge, dass man einen Kanal nicht sehen will, dafür alles andere bleiben darf? Merkwürdig. Wir regen zum Andenken an. Hau ruck, gibt es noch einen Anrufer? Hallo Kathi. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Thomas, eine kleine Frage an dich. Gerne. Was meinst du, wie viele es verstehen werden in 10 Jahren? Spielt keine Rolle. Wir geben Gas, wir geben unser Bestes und es wird ganz schnell aufgehen. Es wird schnell aufgehen. Das gebe ich schon seit 30 Jahren Gas. Ja, aber jetzt... Und werde seit 30 Jahren finanziell verarscht. Ja, ja, das löst sich jetzt. Das löst sich. Pass auf. Das wird sich lösen. Wir haben jetzt eine ganz gemeinsame Kraft und wir ziehen jetzt ganz massiv an. Und die werden es ganz schnell verstehen. Die werden es jetzt ganz schnell verstehen. Irgendwann werden sie sogar erschrecken, ganz schnell nachholen, weil sie erkennen, um was es geht. Ne? Dein Wort in Gottes Gehörgang. Auf jeden Fall. Nicht nur in Gottes Gehörgang. Er ist voll in bei mir. In Gehörgang hauptsächlich. Ja, er ist da und es dringt durch. Nimm den Pessimismus, nimm den Frust raus und sag, jetzt schaffen wir es gemeinsam. Denn jetzt ist das erste Mal, wo ganz Europa geballte Kraft drauflegen kann und nimm den Frust raus und frag nicht wie lang, sondern heute schon. Guck mal, sensationelles Ergebnis. Ja, es zieht klasse an im Team. Ne? Also nochmal, auf geht's. Sag mal, warum es wichtig ist. Sagst du, auf mit deinen warum Worten. Warum es wichtig ist, ja. Wenn wir arbeiten für die anderen und die anderen geben unseren Impuls nicht, werden wir krank.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin kerngesund. Stimmt nicht. Ja, du bist kerngesund. Du arbeitest nicht in der Heilung, in der körperlichen Heilung. Ich arbeite in der körperlichen Heilung. Dann musst du, es ist natürlich ein Mechanismus, den wir knacken müssen. Ja. Gib dein Wissen, wie sie es ändern sollen. Geh raus aus dem Gejammer, sonst bist du mit Recht in dieser Struktur drin. Das kann ich mir wie reden, wie du auch. Ja, aber du jammerst. Und du bring konstruktive Verbesserungsvorschläge. Zeig denen, wo sie ihre Blockaden lösen. Komm mit mir Wissen, motivier sie und geh aus deiner Jammerrolle raus, sonst bleibst du selber im Strick drin. Ja? Hör auf mit deinem Gejammer. Jammern tue ich nicht. Doch. Nein. Doch. Ich maule. Hä? Ich maule. Ja, aber gut, ich jetzt machen wir keine Wortglauberei, ob maule oder jammern. Du hängst im Frust. Ja, im Moment. Also ja. Komm raus aus dem Frust und komm in deinen spirituellen Zorn. Auf Aha. geht's. Mach Alles mal den wach. Sag mal, was passieren muss hier jetzt. Komm auf. Ja, es muss eine Gegenleistung kommen. Das muss passieren, verdammt nochmal. Nein, muss nicht. Sie machen es erstmal für sich. Sie müssen sich selber würdigen. Sie müssen sich selber würdigen. Das können Sie doch gar nicht. Warum nicht? Weil Sie es überhaupt nie gelernt haben, weil Sie es nie verstanden haben. Okay, wie lernen wir es Ihnen? Indem wir es Ihnen ins Gesicht schreien. Okay, was mache ich gerade? Dasselbe wie ich auch die ganze Zeit. Also, schreie ins Gesicht, steht auf und wacht auf. Hebt euren Arsch auf. Ja, genau. Ganz Warum? Einfach. Weil wir hier einen Fernsehen machen, einen Teleshop, der frei macht. Alle wollen frei sein und Freiheit. Hier kann sie geschehen. Na? Was sagst du? Komm. Ich hoffe, du hast recht. Thomas, bin da ganz ehrlich. Ich hoffe, du hast recht. Ich finde deine Sendung sehr gut. Ich finde das, was du tust, sehr gut. Ja, komm. Du hast mir einen Spiegel vorgesetzt. Ja, alle. Aber, das Quad aber kennen wir alle. Ja, logisch. Ich spüre auch noch, wo dein Frust Sturheit hängt. Die Sturheit von denen. Ja, speziell die Österreicher sind die Sturste, ne? Na, nicht? Ein Österreicher, komm mal nach ein Österreicher, rein, ein Österreicher ist sturer wie ganze Bergwand, ne? Komm mal nach Rheinhessen und nach Rheinland-Pfalz, ja. Genauso stur. Warte mal, wir haben heute schon gesagt... Ein Österreicher ist nicht normal stur, sondern sogar noch aus Prinzip auch noch. Ich liebe euch, liebe Österreicher. Wir müssen auch sagen, die Beteiligung bei Kanal Telemedial, obwohl ja Österreich gerade mal so groß ist wie Baden-Württemberg, ist eine sensationelle Beteiligung in Österreich und der Schweiz, ne? Und das deutschsprachige Europa in den anschließenden Ländern. Fantastisch. Okay, ich danke dir für deine Meldung. Ciao.